Im Kampf gegen den Klimawandel werden wenige Lösungen häufiger diskutiert als das Anpflanzen von vielen neuen Bäumen. Bäume brauchen CO2 aus der Atmosphäre, um zu wachsen. Mehr Bäume bedeuten also weniger Treibhausgase, oder? Leider haben Aufforstungsprojekte nicht immer den erhofften Erfolg. Die chilenische Regierung finanzierte zwischen 1974 und 2012 die Anpflanzung von über 1 Million Hektar neuer Bäume. Eine kürzlich durchgeführte Analyse zeigt jedoch, dass es zu keinem nennenswerten Anstieg an Kohlenstoffspeicherung gekommen ist. Aber warum? Chile förderte hauptsächlich Aufforstung, also das Anpflanzen von Bäumen an Orten, die nie bewaldet waren. Bei der Wiederaufforstung hingegen werden geschädigte Wälder wiederhergestellt. Viele Regierungen und internationale Organisationen setzen sich für Aufforstung ein. Doch große Mengen Bäume erfordern auch große Mengen Land. Die Bonn Challenge wurde 2011 von der deutschen Regierung und der Umweltorganisation IUCN ins Leben gerufen. Bis zum Jahr 2030 sollen weltweit 350 Millionen Hektar Wald unter anderem durch Wiederaufforstung wiederhergestellt werden. Viele Unternehmen nutzen das Anpflanzen von Bäumen, um eigene Emissionen und in einigen Fällen auch ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit wieder auszugleichen. Eine Oxfam-Analyse aus dem Jahr 2021 zeigte, wie groß die Fläche sein müsste, um die von 4 großen Öl- und Gasproduzenten gesetzten Aufforstungsziele zu erreichen. Und zwar doppelt so groß wie Großbritannien. Hier wird es kompliziert. Um eine langfristige Kohlenstoffsenke zu sein, müssen die Bäume ausgewachsen sein und an Ort und Stelle bleiben. Der größte Teil der chilenischen Aufforstungsgelder ging an die kommerzielle Forstwirtschaft. Und die vergrößerte ihre Plantagen mit meist nicht einheimischen Bäumen und arbeitete sich in manchen Fällen sogar in bereits bestehende Wälder vor. Laut einer Studie sind natürliche Wälder aber im Schnitt 40 Mal besser darin, Kohlenstoff zu speichern als Plantagen. Ein ausgewachsener Baum kann jährlich bis zu 22 Kilogramm Kohlendioxid aufnehmen. Doch Plantagenbäume werden nach dem Auswachsen abgeholzt. Oft werden Kiefern und Eukalyptus angebaut. Und die sind leicht entflammbar. Gewinne bei der Kohlenstoffspeicherung können sich also schnell wieder in Rauch auflösen. Und nicht jedes Gebiet eignet sich zur Aufforstung. Von den 100 Millionen Hektar, die 2019 für eine Baumpflanzungsinitiative in Afrika vorgesehen waren, ist ein Großteil Savanne. Der Anbau von Bäumen in Afrikas Savannen bedroht Wildtiere, die Sonne und offene Flächen brauchen. Waldbrände und auch vorbeiziehende Elefantenherden können jahrelanges Baumwachstum schnell zunichte machen. In einer Savanne wird Kohlenstoff größtenteils unter der Erde gespeichert. Dort ist er vor Feuer und hungrigen Pflanzenfressern geschützt. Aufforstung hat auch ungewollte Folgen. Und zwar an Orten, die Sonnenlicht reflektieren, wie zum Beispiel Trockengebiete oder verschneites Gelände. Bäume in diesen Regionen könnten mehr Sonnenstrahlen absorbieren und so zu einer Erwärmung des Planeten beitragen. Um erfolgreich zu sein, sollte man bei Aufforstungsprogrammen darauf achten, welche Arten gepflanzt werden, welche Flächen aufgeforstet werden und wie das Land langfristig geschützt werden kann. In Chile werden heute hauptsächlich einheimische Arten anstelle von Plantagenbäumen gepflanzt. Manche Forscher halten es jedoch für effizienter, bestehende Wälder zu schützen und die Natur einfach ihre Arbeit machen zu lassen. Auf frisch gerodeten Flächen liegen Samen im Boden und aus alten Baumstümpfen wachsen neue Triebe. Auch Vögel und der Wind bringen im Laufe der Zeit Samen aus den umliegenden Wäldern mit. Andere Experten befürworten Programme zur unterstützten natürlichen Regenerierung. Und zwar, indem man Gräser entfernt, die mit Setzlingen konkurrieren, Schutz gegen Wildverbiss anbringt oder neue Bäume pflanzt. Doch wann ist Aufforstung eine schlechte Idee? Immer dann, wenn falsche Bäume am falschen Ort gepflanzt werden. Aufforstung ist kein Allheilmittel. Dafür sind Probleme wie Kohlenstoffemissionen und Waldvernichtung viel zu komplex. Aufforstung ist auch ein Problem, wenn es Unternehmen und Regierungen erlaubt, Greenwashing zu betreiben
oder Geld für Initiativen auszugeben, die keine reelle Chance haben, die gesetzten Ziele auch zu erreichen. Die besten Investitionen in eine grünere Zukunft sind die Senkung der Kohlenstoffemissionen und der Schutz unserer Wälder vor ihrer Zerstörung. Der Schutz und die Erhaltung unserer Natur müssen zu einer Priorität für jedes Land, jedes Unternehmen und jede Gemeinde auf der Welt werden. Wenn du wissen möchtest, welche konkreten Schritte du jetzt dafür unternehmen kannst, besuche ed.ted.com/earthschool.